Es sind schlimme Gewaltszenen. In der Alsterdorfer Sporthalle haben sich verfeindete Fangruppen des FC St. Pauli und des VfB Lübeck heftige Schlägereien geliefert. Unter ihnen wohl auch viele Hooligans mit einem bundesweiten Stadionverbot. Rund 300 Polizisten waren im Einsatz. Wir haben mit allen Kräften, die wir hatten, in der Halle auch dagegen gehalten. Auch mit massivem Einsatz auch von Schlagstöcken und von Pfefferspray. Und dadurch ist es uns letztlich gelungen, auch die Situation nach langer, langer Zeit auch wieder zu beruhigen. Später ging es vor der Halle weiter. Die Polizei musste erneut eingreifen. Das Turnier wurde abgebrochen, später ganz abgesagt. Die Bilanz der Gewaltnacht angeblicher Fußballfans: 90 Verletzte, darunter viele Unbeteiligte und 11 Polizisten und 74 Festnahmen.